Ja, Skaden. Das war voll anders als sonst, aber egal. Ja, ich habe hier jetzt eigentlich nichts gemacht. Warum laber ich das überhaupt? In der letzten Folge haben wir den zweiten Massiv-Schlüssel bekommen. Unsere Assassinen spacken da hinten ab. Und ich vermute jetzt mal, wir spielen wieder ein bisschen als Altair. Also sehen wir doch mal, was wir mit diesem Massiv-Schlüssel hier alles erfahren werden. Über Altair und über diese Bibliothek, die wir immer noch betreten wollen. Yeah, mal wieder dieses kranke Bild hier mit diesen Säulen. Und jetzt sind sie weg. Ihr hieltet Feuer in der Hand, alter Mann. Es hätte zerstört werden müssen. Und damit das einzige zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Vergebt mir, mein Lehrmeister. Doch der Apfel hat euch verdorben. Und durch euch hätte er uns verdorben. Ihr musstet sterben, damit wir leben können. Das Mentors Toten. Ist der Zauberer tot? Ist es wahrhaft vorüber? Er war kein Zauberer. Nur ein einfacher Mann, der Illusionen erzeugte. Ist das Holz geschichtet? Ist es, aber Altair, einige der Männer werden das nicht gutheißen. Überlass das mir. Okay, also das war jetzt das Ende von Assassin's Creed 1, soweit ich weiß. Altair will jetzt anscheinend seinen Mentor, also er hat ihn jetzt getötet und er will ihn jetzt wahrscheinlich verbrennen, wie es aussieht, aber seine ganzen Schüler, seine ganzen Mitassassinen werden das wahrscheinlich nicht gutheißen wollen, wie der eine ja schon gesagt hat. Okay, das Mentors Totenwache. Altair hat seinen Mentor Al-Mualim eliminiert, da dieser die Assassinen betrügen wollte. Hey, vergewissern Sie sich, dass Al-Mualim wirklich tot ist und die Assassinen verstehen, warum er sterben musste. Nicht mehr als 3 Synchronitätspunkte verlieren. Wahrscheinlich, Gesundheit. Halt. Gesundheitsbalken, ich habe keine Ahnung. Dann werden wir wahrscheinlich eine Runde kämpfen, wie es aussieht. Kann ich? Ja. Ich bat Malik, die Kunde von Al-Mualims Tod in Jerusalem zu verbreiten. Was geschieht hier? Würdet ihr nach Akko reiten und dasselbe tun? Natürlich. Hier ist ein Tode. Nein, okay. Wo geht's denn jetzt zurück? Boah. Alle, die Assassin's Creed 1 gespielt haben, werden wahrscheinlich gleich wissen, wo es lang geht, aber ey, geht aber alle aus dem Weg. Steht da einfach. Oh, nee, doch nicht. Oh mein Gott. Ja, immer wenn ich ein bisschen lache, muss ich husten. Das ist irgendwie die Lacheritis. Keine Ahnung. Der Auslöser dieser Wirren? Das glaube ich nicht. Alter. Ey, aber wir haben voll viel Gesundheit, sehe ich gerade. Ja, sind ja auch am Ende von Assassin's Creed 1 eigentlich. Was also ist hier geschehen? Unser Mentor täuschte uns alle. Die Templer verdarben ihn. Wo sind eure Beweise? Kommt mit mir, Abbas. Ich erklär's euch. Geh, Abbas. Und falls mir eure Antworten nicht reichen? Ich rede, bis ihr zufrieden seid. Ich hab keinen Plan, wer Abbas ist. Erinnert ihr euch an das Artefakt, das wir Robert de Sable abnahmen in Salomos Tempel? Das Artefakt, das ihr beschaffen solltet und andere brachten? Ja. Es ist eine Templerwaffe. Der Edenapfel. Es erzeugt Illusionen. Abbas Sofian. Alles klar. Wahrscheinlich auch irgend so ein Assassin. Ich weiß nicht, ob der jetzt eine größere Rolle in Assassin's Creed 1 gespielt hat, aber beeinflusst den Verstand. Eine tödliche Waffe. Und ihr glaubt, Al-Mualim stand unter seinem Zauber? Jawohl. Heute benutzte er den Apfel, um Masyaf zu versklaven. Ihr habt es doch selbst gesehen. Ich weiß nicht, was ich sah. Hört zu, Abbas. Der Apfel ist sicher in Al-Mualims Kammer. So ich fertig bin, zeige ich euch, was ich weiß. Okay, der Scheiterhaufen für Al-Mualim. Altair! Nein!
Ich muss sicher sein, dass er nicht zurückkehrt. Das ist gegen die Regel. Eines Mannes Leiche zu verbrennen ist verboten. Der Frevler. Hört mich an. Diese Leiche könnte eines von Al-Mualims Phantomen sein. Ich muss sicher sein. Lügen! Schon euer ganzes Leben beschmutzt ihr unser Credo. Ihr beugt die Regeln, wie es euch beliebt, während ihr die um euch herabsetzt und beleidigt. Zügelt ihn! Hast du nicht gehört? Al-Mualim war verhext. Oh! War ja klar. Was jetzt? Mega Battle oder was? Im Zielgebiet bleiben. Ja, das ist schwer, wenn man... Wow! Du kannst dir nicht zahlen für deine Sünden! Ziehen und wachen, um Bürgerkrieg zu verhindern und niemanden töten. Na! Auf! Ich werde alles tun, nur lass mich... Da rennen sie alle weg auf einmal, ey. Okay. Zum Glück gibt es keine hundertprozentige Synchronisierung. Ah doch, stimmt! Drei Dings nicht verlieren. Ja, wird aber nicht so schwer sein. Alle Assassinen sind auf einmal gegen mich. Okay. Oder, hey, ein paar sind auch für mich, ist cool. Aber so schwer ist es jetzt nicht. Und da ist es auch schon vorbei. Was sagte ich euch, Altair? Abbas, halt! Was dachtet ihr würde geschehen, wenn ihr unseren geliebten Mentor ermordet? Ihr liebtet Al-Mualim am allerwenigsten. Ihr gabt ihm die Schuld für alles, selbst für den Freitod eures Vaters. Mein Vater war ein Held. Es ist nicht die Zeit, über Vergangenes zu streiten. Wir müssen entscheiden, was wir mit dieser Waffe tun. Wozu dieses Artefakt auch fähig ist. Ihr seid nicht würdig, es zu führen. Niemand ist das. Es ist schön, oder nicht? Was geht ab? Ich hab noch was zu retten. Mega Abspack jetzt, oder was? Wo ist der denn? Au! Nee, da oben. Junge, der verliert immer weiter Gesundheit. Wo ist der denn? Oh mein! Aber zum Glück kriege ich nichts dadurch abgezogen. Ach, da oben ist der. Wie komme ich denn da hoch? Da. Okay. Wie, der trifft mich während so ein Sprungs oder so. Hä, wo soll ich hin? Okay, okay, okay. Au! Wo ist er denn? Nein! 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 Ah! Desynchronisiert! Oh Mann! Ja toll! Oh ja toll! Ja, hab ich jetzt. Ich kann auch nicht mal neu starten, das ist ja das Behinderte. Ich würde sofort neu starten, das war ja gar nichts. Ich hätte sofort... Es war so ein... Oh Mann, ey, nur weil der nochmal springen muss irgendwie... Weil ich die erste Taste drücke, weil ich nicht weiß, wo ich hin soll, weil ich gedacht habe, der klettert, weil... Wo ist der jetzt überhaupt da oben drauf? Ich weiß es immer noch nicht. Boah, ey. Junge, dankeschön. Boah, der soll bloß herkommen, ey. Der ist, also jetzt ist vorbei. Ich geh jetzt ganz gechillt hier rein. Ja, was geht denn ab? Was war das? Sind Sie tot? Vergebt mir. Ich wusste nicht. Vermagst du uns etwas zu lehren?
oder führst du uns alle in den Ruin? Und Mission natürlich vorbei. Es war so klar, ich hätte nur da reingehen müssen. Meine Fresse, ey. Ach, Mann. Ah, so dumm immer, ey. Naja. Altair, gerade 26 und schon der Anführer eines zerstrittenen Ordens. Wie erträgt man so viel Verantwortung und so grenzenlose Macht? Und mit einem 50-prozentigen Synchronisations-Ding, keine Ahnung, beenden wir Sequenz 4. Das untersuche ich jetzt noch. Alles klar. Und jetzt kann ich schön weitergehen. Der Prinz. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe die Bekanntschaft eines osmanischen Prinzen mit Namen Süleyman gemacht. Ein gewitzter junger Mann mit einer für sein Alter ungewöhnlichen Ausstrahlung. Auf seinen Rat hin werde ich einigen verdächtigen Janitscharen nachstellen, die womöglich mit den Templern im Bunde stehen. Mit etwas Glück führen diese mich direkt zu den Anführern der Templer. In der Zwischenzeit hilft mir die Venezianerin Sofia Sator, weiterhin die versteckten Schlüssel zu finden. Sie ist eine tüchtige Frau, voller Elan und Leidenschaft, und ich genieße ihre Gesellschaft sehr. Jedoch wage ich nicht, ihr den wahren Grund meines Aufenthalts zu verraten. Oder gar meinen Beruf. Ich möchte niemanden in unseren Kampf hineinziehen, der sich nicht freiwillig dazu bereit erklärt. Alles klar. So, Sequenz 5. Erbe des Reiches. Naja, zum Glück wird es nicht so viel Arbeit sein, diese Mission hundertprozentig zu synchronisieren. Dann Gegenstände im Buch lehnen natürlich. Bei Schmieden auch. Okay. Die Mission will ich jetzt noch nicht anfangen. Vor allem, weil ich auch mal diese Meisterziel-Mission machen will. Ich glaube, ich mache jetzt einen Schnitt. Verabschiede mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei dieser Meister-Assassinen-Mission wieder. Also bis zum nächsten Mal dann. Endlich wieder normale Mission hier und keine Sophia-Mission. Also bis dann. Bam.